Egal, nimm mich ernst, ich bin Rebecca. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Also ein Replay, wie auch immer. Ja, wir machen uns nochmal an Resident Evil Zero ran. Ganz hart und dreckig. Das ist übrigens die PC-Version, also dieses HD-Remake mit, Zeug. Ach ja, ja, ich plane ja momentan einige Spiele nochmal neu zu Let's Playen. Weil mir die Qualität, Soundqualität, was auch immer, nicht ganz gefällt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch einfach damit an. Ich habe die Hälfte des Spiels vergessen, da ich es nur einmal in meinem Leben durchgespielt habe. Und das war damals, als ich es hochgeladen habe. Und ich sollte Luft holen, wenn ich anfange. Wie auch immer. Wir drücken einfach auf neues Spiel. Ich denke, ich werde das Spiel auf normal versuchen. Obwohl, auf einfach, da kann ich mehr Mist bauen. Ich habe übrigens alle DLCs nachgekauft, das heißt, ich werde auch wahrscheinlich regelmäßig meine Kostüme wechseln, einfach damit wir so total dämlich aussehen, aber egal. Resident Evil Zero. Viel Spaß! Ach nee, da geht noch was. Untertitel, ja, brauchen wir, sonst verstehen wir ja alle nichts. Jetzt kommt das Intro. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. About it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened?
court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Es gibt kein Zurück. Punkt, Punkt, Punkt. Und damit sind wir auch im Spiel. Yay! Das ist gleich das Erste, was ich mache. Wir wechseln das mal und ziehen uns auch erstmal gleich dezent um. Ich habe folgende Outfits. Stars 2002, Stars 1996. Dann sehen wir aus wie damals. 97 in Rot, Sportkleidung, Cheerleader, Western, Leder, Krankenschwester, Stars Prototyp und das war's. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns einfach so anziehen, so sehen wir super, so nimmt uns jeder total ernst. Oder? So nimmt uns doch jeder ernst, komm schon, ihr nehmt mich doch ernst. So, und ich muss kurz mal meinen Ventilator so ein bisschen anders, damit meine PC-Lüftung sozusagen aktiviert ist. Ja, wieso die süße kleine Rebecca? Was mich aber gerade wundert, ich muss das ganz kurz nochmal mir angucken. Ach ja, genau. So, ich habe nämlich auch noch Shirts, aber die ziehen wir dann später an. Die sind nämlich auch total cool. Aber erstmal laufen wir total dämlich rum. Juhu, wir sind dämlich. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich muss erstmal mit der Steuerung jetzt wieder klarkommen. So, Moment. So renne ich. Alles klar. So renne ich. So ziele ich. So werde ich dann wahrscheinlich auch nachladen. Diese Strapse. Egal, nimm mich ernst. Ich bin Rebecca. Es tut mir leid, ich muss das so machen, sonst macht mir das keinen Spaß. This is Officer Chambers from Stars Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that they have said But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took all... Yahoo! Was für eine Situation! Hau ab! Du genauso, ich bin die Krankenschwester Rebecca! Gut, ich muss dann denken, ich habe auf normal gestellt. War's das? Okay. Ich schieß dich tot! What just happened? I thought they were dead. Ja, ich werde nichts sagen, aber ich glaube, du hast ein bisschen falsch gedacht. So, die Koffer der Passagiere liegen überall herum. Und dass der hier da voll hässlich aussieht, das sagt sie nicht. So, Moment, wir sind, glaube ich, von da gekommen. Das heißt, ich muss jetzt hier lang. Ja. Doch. So, hier ist eine Leiter, soweit ich mich entsinne. Durchs Fenster sehen sie eine kaputte Leiter, aber der nützt ihnen nichts, weil sie sind kacke und können mit ihrem Kleid eh nicht klettern. Wir gehen erstmal hier hoch. Ich habe, wie gesagt, die Hälfte des Spiels vergessen, also denke ich mal auch, dass ich es, glaube ich, auch als semi-blind bezeichnen darf. So, hier sind ekelhafte, schmatzige Ekelgeräusche. Ein antik aussehendes Telefon. Die Kabel, ich möchte die Pflanze. An einige Sachen kann ich mich noch erinnern, da ich bei der lieben Miss Fortuna LP ins Let's Play geguckt habe. Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben.
So. Ach so, ja, da sagt sie wieder genau dasselbe. Jetzt können wir mal das Outfit so uns begutachten. Es ist eigentlich cool. Ich bin Rebecca und bin voll stylisch, yeah. Ich kann tanzen, das könnt ihr nicht, yeah, yeah. Aber als Krankenschwester hätte ich das jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich eher gedacht, das ist Lolita oder sowas. Na, egal. Egal. Und bitte fragt mich nicht, warum ich die Kostüme gekauft habe. Ich bin einfach so eine Resident Evil Sucht, die ich brauche das alles. Und das ist so ein typischer Resident Evil Teil, der im alten Stil noch ist. Das schulde ich euch ja auch noch von dem HD-Remake zum ersten Teil. Schulde ich euch ja sogar noch den Chris-Weg. Achso, ja, ich wollte noch nachladen. So. Hä? Von hier bin ich doch gekommen, oder bin ich doof? Tatsache. Och, Manno. Ne, dann will ich ja hier gar nicht hin. Weil die andere Tür ist eh verschlossen. Ich glaube, wir müssen... Das heißt, ich bin da voll umsonst hochgegangen. Jetzt bin ich gerade. Ach! Verschwinde! Oh Gott, jetzt hätte ich fast einmal umsonst geschossen. Na komm. Ich dachte gerade, ich kann nicht mehr nachladen. Ah, ich wollte schon Panik schieben. Also wenn ich jetzt schon munitionsleer wäre, wäre das nicht gut. Ich muss das Spiel mal ein bisschen lauter machen. So. Hallöchen. Noch ein Stück lauter? So. Jetzt höre ich mich zwar selber wieder nicht, aber jetzt erschrecke ich mich wenigstens auch, wenn hier irgendwas passiert. Obwohl, was mich ein bisschen nervt, wenn sie läuft, gehen ihre Hände durch das Kleid. Egal. So, wir gucken uns erstmal hier um. Hier, der hat was. Das ist schon mal schön. Die Leiche des Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Er hält etwas fest. Ein Zugschlüssel, den wir natürlich mitnehmen. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Ich muss gerade ein bisschen lachen, und man kann Rebecca einfach echt nicht ernst nehmen. Alles klar. Geh weg! Ich bin die schießende Krankenschwester! Ich weiß nicht, wie viel Munition ich noch habe. Genug, um nochmal nachzuladen! Nein! Haust du ab! Verschwinde! Na komm schon! Okay. Alles klar. So, hast du noch Munition? Edward, vor ein paar Stunden warst du noch so glücklich. Er hält etwas fest. Ah, Patronen, Munition. Ah, die Leiche ist vom Bissspuren übersät. Ganz kurz, ja, okay, Munition sieht scheiße aus. Ah. So, die ist zu. Die Tür ist verschlossen, lässt sich nicht öffnen. Zugführerbüro.